Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay mit dem STRV S1, den ich ja euch selbst einmal schon kurz auf dem Kanal gezeigt habe, allerdings mit einem Live-Gameplay von mir aus dem Stream. Und heute schauen wir uns hier von Game is Broken an. Und ich muss ja sagen, mich selber bewegt dieser Panzer auch sehr stark. Ich habe ihn mir sofort gekauft, weil ich die Mechanik einfach unfassbar spannend finde, der Schweden-TDs, aber nicht die Muße hatte, mir den Tech-Tree zu erspielen. Und man muss sagen, dieser 8er TD macht durchaus Spaß, ist allerdings auch gewöhnungsbedürftig. Und man muss sagen, auf Karten, wo man wirklich sich mal hinstellen kann, positionieren kann und dementsprechend hier die Kanone ausspielt, macht der richtig, richtig Spaß. Auf Karten, sobald man irgendwie sowas wie Himmelsdorf oder sonstiges kommt, wo ihr einfach keine Position so einfach habt, da wird es richtig unangenehm, denn man kann den Panzer einfach nicht wirklich stellen und positionieren, so wie man es braucht. Aber jetzt schauen wir mal, wie er den hier so spielt. Ganz besonders für alle, die es ja nicht wissen, der hat einen besonderen Feuermodus, der mit X aktiviert wird, zeigt er hier gerade. Und dann kriegt man den Panzer erst in der Höhe sozusagen verstellt. Er wird dann genauer und hat, und das ist das ganz Besondere, mit 288 mm einen verdammt hohen Durchschlag und kann dementsprechend richtig für Angst und Schrecken sorgen. Außer beim Löwen vielleicht. Der ist gerade zum jetzigen Zeitpunkt noch mehr als entspannt mit dem S1. Aber beim dritten Schuss dann in Summe, da klappt's. Und er bleibt weiter auf den Löwen drauf. Und jetzt dahinter stellt sich einiges immer vor. Und wir sehen 455 Schaden. Der Alpha ist 390. Das heißt, da nach oben und unten gibt es natürlich eine gewisse Abweichung. Aber auch der KV-4 kein Problem. Und jetzt sieht man ganz gut, was den Panzer ausmacht. Ich empfehle euch auch, den zu spielen wie hier. Den guten Kaffee einbauen. Mache ich selber nicht. Bin da ein bisschen ein Sparfuchs. Aber wenn ihr das Optimalste rausholen wollt, dann ist es halt einfach wirklich sinnig, da die 20.000 Credits zu investieren. Dann auch noch das Scherenfernrohr und das Tarnnetz, weil, und das ist das Besondere, wenn man hier diesen Kampfmodus am Start hat, so wie er hier, dann kann man den Panzer drehen und beides bleibt weiterhin aktiv. Deswegen so sinnig wie auf kaum einem anderen Panzer oder einer anderen Nation, wie bei dem Schweden, hier diese Kombination. Und ich persönlich spiele ihn auch dann noch mit dem Ansetzer, um einfach ein wenig die Ladezeit zu minimieren. Da kann man den DPM schon nochmal ordentlich pushen. Groß unterscheiden vom UDES, also dem normalen Achter aus dem Tech Tree, ist, dass er ein wenig genauer ist, ein wenig im Belagerungsmodus oder im Kampfmodus, wie hier, schneller auch fährt. Also er ist sozusagen im Kampfmodus etwas stärker als der UDES. Dafür hat er den Nachteil, dass der UDES zum Beispiel deutlich flexibler und schneller die Positionen sich erfahren kann, weil der einfach doch mal ein großes Stück schneller ist. Und das ist, gerade im Antritt merkt man das ganz stark, wenn man mit dem S1 steht. Da ist sogar ein Skorpion etwas flinker. Und er hat gesehen, dass hier das Wrack weggeschoben worden ist. Dementsprechend hat er da nochmal hingeschossen. Jetzt entscheidet er sich aber, nochmal da umzustellen. Natürlich typisch schwedisch. Rückwärtsgang ist auch verdammt flink. So, jetzt muss er aufpassen. Jetzt ist er nämlich hier offen. Und in dem Reisemodus, da ist man einfach mal schutzlos ausgeliefert. So, dem OI da eine reingegeben. Man hat gesehen, jetzt ging er erst auf, nachdem er da geschossen hat. Also der Tarnwert ist wirklich sehr ordentlich. Und jetzt haben wir auch den Rückwärtsgang. Auch damit kann man wirklich mal gut wegfahren. Also wenn man merkt, hoppala, der Gegner kommt, das ist wirklich toll. Das ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert. Einfach Rückwärtsgang und weg. Funktioniert wirklich beim Spielen super gut. Und jetzt haben wir hier den Oni,
Und mit den 288 Durchschlag hat er da gar kein Problem, den da zu penetrieren. Ein ums andere Mal kriegt er da den Treffer rein. Jetzt ist er offen. Aber ich denke mal, er wird jetzt noch den nächsten Schuss rausnehmen. Genau, weil damit nimmt er den Uni raus. Und jetzt kann höchstens noch die OI-Schelle kommen. Und das ist auch eben besonders, eigentlich nominell kaum Panzerung. Aber aufgrund des Winkels kriegt man doch den ein oder anderen Abpraller. Also er ist jetzt kein Defender. Also bitte jetzt nicht versuchen, mit denen in den Nahkampf zu gehen. Da werdet ihr grandios scheitern. Aber ab und an richtig gestellt kriegt man da doch einen Abpraller hin, den man vielleicht perfekt gebrauchen kann in dem Augenblick. Gegner pusht jetzt hier auf den Berg rauf. T-25-Pilot ist da schon am Start. Und gerade enge Kämpfe mag er gar nicht. Jetzt muss er aufpassen. Löwe rechts von ihm. Da geht er jetzt wieder in den Kampfmodus wie so ein kleiner Transformer. Jetzt hat ihn der Löwe da auch nochmal ordentlich erwischt. Jetzt kriegt der Löwe da den Nachschuss. Außer er kann ihn hier gekettet halten. Und das ist wichtig, das macht er. Löwe hat da jetzt keine Chance. Er hat einen schnelleren Reload, als er repariert. Und jetzt dementsprechend nimmt er ihn da raus. Ganz, ganz wichtig, dass das so geklappt hat. Weil sonst hätte der Löwe ihn ziemlich wahrscheinlich hier das Leben gekostet. Und jetzt ist dann auch der Pilot am Start. Der guckt schon. Der prallt ab, der war wichtig. Und er ballert ihn oben durch, durch den Turm, weil Durchschlag regelt. So, der Pilot konzentriert sich jetzt auf den Rudi und er kann ihn hier rausnehmen, macht seinen vierten Kill, hat in Summe 6228 Schaden gemacht, 240 abgeprallt, 1424 Basiserfahrung und über 102.000 Credits gab es raus, trotz der Ration. Ein wirklich schöner Panzer, aber mich würde interessieren, was haltet ihr denn von dem? Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare, da bin ich sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.